Ja, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Partie des sechsten Spieltags zwischen dem BFC Dynamo und dem FC Hertha 03 Zehlendorf. Wir sahen ein 2:0, 1:0 Halbzeitstand, unserem Gegner zuerst die Möglichkeit, sein Fazit zu ziehen. Hallo, erstmal Andreas, herzlichen Glückwunsch zum Sieg deiner Mannschaft. Ich denke, wenn man das Spiel so ein bisschen sieht, dass wir hier nach 30 Sekunden 1:0 zurückliegen und was meine Mannschaft danach gespielt hat, da kann ich nur den Hut vor meiner Gruppe ziehen. Ich glaube, grundsätzlich ist es das Normalste auf der Welt, dass der BFC Dynamo Hertha 03 Zehlendorf in einem Heimspiel besiegt. Über das Wie können wir natürlich gern sprechen. Ich denke, dass wir gerade in der ersten Halbzeit hatten wir einen hundertprozentigen. Den müssen wir machen, um hier was mitzunehmen. Als Furkan Yildirim so eine Eingabe von der Seite nicht ganz aufs Tor bringt, dann haben wir natürlich auch Glück, dass der Lenkfort, glaube ich, den Ball nicht vernünftig querlegt. Sonst steht es hier 2:0 in der Pause und dann ist das, glaube ich, das Spiel zur Pause schon erledigt. Ansonsten hat, glaube ich, meine Mannschaft gegen eine leicht veränderte Struktur von Dynamo immer wieder Räume gefunden, die erste Presselinie zu überspielen. Wir sind passabel ins letzte Drittel gekommen und da muss man dann auch ehrlich sagen, hat uns ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt, vielleicht auch ein bisschen die Physis gegen die robusten Verteidiger von Dynamo, die dann immer wieder entweder einen Fuß dazwischen bekommen haben oder die Box sauber verteidigt haben. Dann hatten wir vielleicht ein, zwei Situationen, wo wir dann auch das Glück brauchen, was wir in den letzten Wochen hatten, wo dann eine Entscheidung mal für oder gegen uns ausfällt. Die hatten wir heute nicht und dann macht Dynamo mit der 90. Minute, glaube ich, das 2:0. Also im Stile einer Spitzenmannschaft, erste und 90. Minute, immer dann, wenn der Gegner nicht zurückschlagen kann. Nehmen wir mit. Trotzdem gehe ich hier erhobenen Hauptes aus dem Sportforum und wünsche Andreas und seiner Mannschaft für die kommenden Aufgaben alles Gute. Dankeschön. Dankeschön, Herr Schröder. Andreas, dein Fazit. Ja, danke nochmal für die Gratulationen und ich kann auch das Lob nur zurückgeben. Meine Mannschaft hat das richtig gut gemacht, hat uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Das wussten wir auch. Also es war keine Überraschung, dass wir gegen einen sehr, sehr starken Gegner hier auftreten müssen. Bei uns war es natürlich wichtig, endlich mal wieder anzuschreiben mit 3 Punkten, weil natürlich die Ausbeute bis jetzt nicht großartig war und natürlich man schon ein bisschen den Druck gespürt hat, während der Woche auch bei den Jungs, unbedingt wieder mal gewinnen zu müssen oder zu wollen. Aber die Jungs haben sehr, sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie sich hier reingeworfen haben in dieses Spiel gegen einen, wie gesagt, starken Gegner. Und wir hätten, wie gesagt, vor der Pause das mit dem 2:0, wäre das Spiel wahrscheinlich entschieden gewesen. Und so musst du dann eigentlich immer wieder zittern, weil durch die Qualität von Zehlendorf immer wieder was passieren kann. Ich muss da nochmal Pollard herausstreichen. Das ist ein extrem gefährlicher Spieler, der in jeder Sekunde des Spiels mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen Dribblings was produzieren kann, wo du immer höllisch aufpassen musst. Und somit bin ich dann am Ende froh, dass wir diese 3 Punkte geholt haben. Wieder kein Gegentor, das ist auch erfreulich. Wir haben jetzt, wie gesagt, in den letzten 5 Spielen, obwohl wir nicht so gut gestartet sind, nur 2 Gegentore bekommen. Das ist eine tolle Bilanz, was unsere Defensive betrifft. Und heute haben wir endlich auch vorne unser größeres Problem, vorne Tore zu machen, haben wir heute auch mal kurz abgeschüttelt mit den 2 Toren. Aber wir tun uns schwer nach wie vor. Aber die Jungs haben alles gegeben, haben viel investieren müssen gegen diesen Gegner und haben sich dann mit dem Sieg belohnt. Ja, danke schön, Andreas. Da wir heute keine Pressevertreter da haben, meine Frage an dich. Kevin Lenkfort, wie hast du sein Debüt gesehen? Ja, sehr, sehr stark. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir ihn geholt haben. Das war auch, haben wir uns erhofft, dass er seine Qualitäten bringen kann. Er ist halt leider ein Spieler, der in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen oder viele Erfahrungen mit Verletzungen machen musste. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum er in seiner Karriere bis in den Stocken gekommen ist. Er ist erst 25 und hat 5 Zweitliga-Jahre und 2 Drittliga-Jahre auf dem Buckel. Also das ist schon eine tolle Vita. Aber er hat zu wenig gespielt, weil er zu oft verletzt war. Und jetzt habe ich es mir als Ziel genommen, ihn ganz einfach da vorsichtig ranzuführen. Habe ihn im Training Stück für Stück haben wir ihn auch einzeln belastet, um ihn da heranzuführen. Heute hat er mal die ersten 45 Minuten bekommen. Die waren richtig top für das erste Spiel, das er für uns gemacht hat. Und jetzt wird das Woche für Woche wird das ein bisschen mehr werden, bis er dann endlich 90 spielen kann. Ja, dann machen wir jetzt nach diesen 90 dann auch den Deckel drauf für heute. Dann vielen Dank und zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.